Liebe Genossen, Comrades und Tovarisch, willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silver. Und zu dieser mittlerweile 29. Folge begrüße ich euch ganz herzlich. In dieser Folge habe ich kein spezielles Thema für euch, denn wir werden hier die bereits begonnenen Baustellen, denke ich, ein bisschen begleiten. Mal schauen, wie das läuft. Es wird an so vielen Fronten gearbeitet, dass es eigentlich jetzt für mich keinen Sinn macht, hier ein einzelnes Thema rauszupicken, denke ich zumindest, sondern dass wir quasi im Vorbeigehen die Baustellen inspizieren und uns mal inspirieren lassen von den Herausforderungen, die hier vor uns liegen, liebe Genossen. Ne? Wenn ihr darauf Lust habt, dann freue ich mich. Dann muss ich das nicht alleine machen, weil gemacht werden muss es sowieso. Und ihr seid mit dabei nach dieser kleinen Pause, denn geht es auch schon los. Bam, 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 bam. Ja, hallo, liebe Genossen. So, jetzt stelle ich uns die Uhr hier und dann verliere ich die Zeit auch nicht aus dem Auge. Ne? Also, wir sind jetzt im Februar 82. Ihr seht es ja, die Folge schließt relativ nah an die letzte. Denn ich wollte euch das nicht vorenthalten, was hier zwischendrin passiert. Ne? Genossen, ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Episode hatten wir hier im Hafen von Leuna, da hatten wir die ganzen Konstruktionsbüros hier einzeln händisch zugewiesen. Und das hat sich wohl als gute Maßnahme erwiesen. Denn ihr seht es, die Bauarbeiten schreiten hier gut voran. Da kann man durchaus mit zufrieden sein. Ne? Zuvor waren ja hier gerade von den Speichern, da ging ja gar nichts voran. Da hing aber auch nur ein Konstruktionsbüro mit dran. Und jetzt sehen wir, dass hier der Verkehr doch schon wesentlich umfangreicher ist als nur ein Konstruktionsbüro, Genossen. Ne? Ja. Was mir aufgefallen ist, und das ist, muss ich ein bisschen dran rumkritteln, ist anscheinend jetzt während es schneit, Genossen, da ruckelt das ein bisschen mit dem Schnee. Ihr habt es gesehen, der Schnee, der fällt nicht so harmonisch sauber runter. Der nimmt sich immer eine kleine Pause zwischendrin und gut, noch ist das nur optisch, denke ich, ne? Aber ja, schön ist das nicht. Denn auch davon lassen wir uns nicht abbringen, Genossen. Denn auch die Bauarbeiter machen hier ja trotzdem weiter, ne? Ob es schneit oder, ja Gott sei Dank regnet es noch nicht, aber ja. Hier seht ihr auch, ich hatte das benannt, mit kleinen Schildern versehen, damit man auch weiß, was drin ist nachher, Genossen. Ne? Denn wie oft hat man schon, dass diese Vorratslager dann, dass man nicht genau mehr weiß, na, war das jetzt Treibstoff oder Bitumen? Von daher haben die auch so kleine Schilder hier mitbekommen. Ne? Ja, hier ist Bitumen drin, hier Treibstoff und hier vorne ist das Rohöllager. Ne? Genau, das ist auch noch Treibstoff. Also Treibstoff ist ja, wird ja auch von der Raffinerie her in einem höheren Verhältnis produziert. Ne? Wie war denn das hier? Wir haben hier 125 Tonnen Treibstoff und 75 Tonnen Bitumen. Das heißt, naja, nicht 1:2, aber was ist denn das für ein Verhältnis hier, Genossen? Das ist 5:2, ne? 5:2? Nee, doch. 5:3, Genossen, so ist es, ne? 5:3 müsste das sein. Genau, 5 Teile Treibstoff. Ja, 5:3. Das heißt, dass eigentlich dieses Setup hier von 1:2, also von einem Bitumenvorratslager hin zu zwei Treibstoffvorratslagern eigentlich den Anforderungen so ganz gut entsprechen sollte, Genossen, ne? Ja, die Bauarbeiten hier, haben wir gesehen, die machen Fortschritte, da können wir die Genossen hier in Ruhe weiterarbeiten lassen. Und der nächste Schritt ist eigentlich auch so ein bisschen hier Herstellen der Arbeiterversorgung für Leuna-Genossen. Denn ihr seht es ja, hier sind überall diese gelben Symbole, was nur heißt, dass die Trolleybuslinie, die hier angelegt wurde, schon noch nicht mit Strom versorgt wird. Ne? Und daraus erschließt sich auch schon, wie ich plane, die Arbeiter zur Raffinerie zu bringen. Das soll über die Trolleybuslinie laufen, Genossen. Und da hatten wir ja hier schon welche angelegt, zwei Haltestellen. Die sind ja für die Versorgung hier von Berlikum und jetzt auch der Chemiefabrik hier mit zuständig. Ne? Aber da möchte ich nicht noch weitere Busse hier aus Leuna jetzt mit anfahren lassen. Von daher plane ich eigentlich die
Bushaltestelle für Leuna eventuell hier mit anzulegen, Genossen. Hier, denn hier werden doch noch weitere Wohngebäude folgen. Und wo wir jetzt hier sind, Genossen, dann machen wir das doch gleich mal. Ja? Dann haben wir das nämlich erledigt. Und ihr seid live mit dabei. Trolleybushaltestelle, da haben wir sie. Und wo habe ich gesagt, wo hätten wir die gerne? Hier eigentlich, ne, Genossen? Hier hätten wir die gerne. Ja, oder hier mit rein? Na ja, dann so mal. Okay, das heißt, hier brauche ich jetzt noch ein Stück Trolleybusstraße. Oh, schön, endlich wieder Sommer. Okay, ja. Und die Straße kann sich hier so anschließen. Die kann hier so einen Bogen machen irgendwie. Ja, dann könnte der Bogen aber ein bisschen enger sein. Das heißt, dann nehmen wir hier wieder ein kleines Stückchen weg. Genossen, und setzen hier einen etwas engeren Bogen ran. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Genau, Genossen. Sehr schön. Dann können die Busse hier lang fahren. Sie kommen ja hier über diese Straße. Das heißt, dann wird hier rüber gefahren. Und dann wird hier rüber gefahren, Genossen. Ja, so müsste das gut sein, ne? So müsste das gut sein. Hier haben wir Trolley. Ja, okay. Ja, soweit so gut. Das können wir hier in Bau geben. Dann haben wir hier auch schon eine Möglichkeit, der Raffinerie hier die Arbeiter zukommen zu lassen. Denn zum Aussteigen sind zwei Bushaltestationen, Genossen. Ich weiß, das ist ein bisschen viel des Guten. Gerade da die Arbeiter dort ja auch nicht warten müssen, ne? Aber irgendwie dachte ich, mach es mal so, Astral, denn hast du es erledigt. Genau. Ja, was fehlt uns noch, Genossen? Uns fehlt auf dieser Trolleybusstrecke noch die Energieversorgung. Und da wir hier auf jeden Fall ein Kohlekraftwerk haben, schaue ich mal, ob wir hier noch die Möglichkeit haben, mit ranzugehen. Ich denke ja, ich hatte ja hier hier eine Mittelspannungsleitung abgenommen, ne? Für Berlikum, weil die ja jetzt ihre Elektrizität woanders herbekommen. Das heißt, dann schauen wir doch mal nach, Genossen. Dann gucken wir mal hier nach der, wie heißt das, der Trolleybus-Trafo-Station. Und hier seht ihr, hier können wir Mittelspannung abzweigen. Sehr gut. Und dann würde ich hier irgendwo die Station mit ransetzen wollen. Ne? Hier ist wahrscheinlich zu nah am Gebäude, ja. Naja, denn hier mal mittendrin. Mittendrin. Macht das Sinn, Genossen? Ja, ne? Ja. Gut. Also reißen wir erst hier wieder ein Stück Straße weg. Bevor es besser wird, muss es erst hier schlechter werden. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier auch noch ein Stück wegreißen. Das mache ich mal direkt. Dann sparen wir uns das gleich. Und dann kann hier der Trafo wieder mit rein. Genossen. Ah, zu nah an den wie heißt es? An den Wärmeleitungen hier. Ja, ärgerlich, ne? Das ist ärgerlich, Genossen. Ja. Das ist unschön. Was machen wir denn da? Was machen wir da, Genossen? Also, reißen wir auch noch ein Stück Wärmeleitung hier weg? Arr. Eine Sache zieht hier die andere nach sich. Okay. Nehmen wir mal hier das Stückchen weg. Vielleicht reicht das ja schon. So. Und probieren jetzt hier unser Glück nochmal mit dem Trolleybus Trafo. Und dann hoffe ich, dass es jetzt hier reingeht. Ah, Genossen. Das nächste Stückchen muss auch noch weg, ne? Ja. Ja. Da denkst du, kommst du so durch, aber ist gar nicht so, ja. Ja, müssen wir nur gleich zusehen, dass wir das schön wieder aufbauen hier. Ja, komme ich hier gar nicht mehr ran an die mittlere Leitung? Mittlere, ne? Ja, mittlere heißt.
Nee, komme ich nicht. Erst muss die äußere weg. Ah, super. Also haben wir jetzt alle drei Leitungen unterbrochen. Okay. Nur um hier die einen Trolleybus-Trafo zu errichten. Ah ja, also neuer Versuch. Jetzt muss es aber klappen, Genossen. Teuerste Trafo hier aller Zeiten. Okay. So sieht das gut aus. Das haben wir mit drin jetzt. Und dann werde ich hier die Heating Pipelines... Die werden wir aber direkt kaufen, genau, oder? Ja, die kaufen wir, weil die habe ich jetzt auch zerstört hier mutwillig. Ja, nicht noch hier falsch verbinden, das Ganze. Okay, dann kann er hier wieder mit ran. Und interessant wird es nur hier, ob er hier eine Leitung noch lang legt, Genossen. Nee, macht er nämlich nicht, ne? Macht er nämlich nicht. Können wir hier noch ein bisschen weiter nach innen? Nee, Astral, das war hier ein bisschen Fehlplanung. Gut, dann verbuchen wir das unter dem Kapitel Erfahrung, reißen das Trafo wieder ab. Jawohl, das Trafo wirklich abreißen. Und ich setze hier das Stück Heizung wieder ran, also die Heating Pipeline kommt wieder hin. Fernwärmeleitung, so heißt, da habe ich die ganze Zeit hier drüber nachgedacht. Fernwärmeleitung. Ja, das sieht aber nicht schön aus hier, der Bogen, ne? Achso, das war die kleine Ecke, die wir selber rangezaubert hatten. Im verzweifelten Bemühen, an dem Trafo vorbeizukommen. Aber gut, das hat nicht sollen sein. Jetzt haben wir das aber wieder errichtet. Und dann werde ich hier auch noch das Stück von der Trolleybusstraße wieder mit hinzusetzen. Das werden wir auch noch kaufen, Genossen. So, und dann sind wir nämlich wieder auf Null, da wo wir vor 5 Minuten ungefähr angefangen hatten. Okay. So, dann Autobild wieder raus. Und jetzt müssen wir uns eine andere Möglichkeit überlegen, hier die Trolleybuslinie mit Strom zu versorgen, Genossen. Und dann werden wir uns hier jetzt aber keine Probleme mehr selber bereiten, sondern setzen das einfach hier hin und gut ist. Na? Okay. So. Und da ziehen wir direkt die Mittelspannungsleitung hier rüber. Na, komm. Und dann nehmen wir auch die 2,35 Megawatt Leitung, die stärksten hier, ne? Die zur Verfügung stehen. Ja, so ist das gut. Okay. Und du kommst hier mit rüber. Sehr gut. Dann haben wir die Stromversorgung hergestellt, Genossen. Geben das in den Bau und warten darauf, dass... unsere Konstruktionsbüros das denn langsam fertigstellen, ne? Was heißt langsam, Genossen? Eigentlich recht flott. Und während hier die Bauarbeiten anlaufen können, da würde ich vorschlagen, können wir mal nach der Baustelle hier der Kohleverarbeitungsanlagen schauen, Genossen. Unser Kombinat Schwarze Pumpe, ja, das heißt eigentlich gar nicht Schwarze Pumpe hier, ne? Das benennen wir mal um, Genossen, komm mal her. Das intern hat es ja doch immer die Bezeichnung Schwarze Pumpe getragen. Diese Kohleverarbeitungsanlagen und dann verlagern wir den Marx-Schacht. Das ist ja dann hier hinten. Das verlagern wir hier hin, Genossen. So. Belas Ross. Das wird verändert hier. Das wird dann Schwarze Pumpe. Okay. Und den Marktschacht, den müssten wir jetzt abreißen hier, also das Schild auf jeden Fall, damit wir Viraf jetzt zum Marktschacht ernennen können. Was hiermit geschieht. Marktschacht. Okay, dann haben wir das auch, Genossen. Sehr gut. Ja, die Baustelle, ne? Geht gut voran. Die drei Kohleverarbeitungsanlagen sind hier schon angefangen. Ihr seht es, hier sind wir bestimmt schon, naja, über der Hälfte wollte ich sagen, aber wir sind hier gleich schon fertig. Das ist richtig gut, Genossen. Das ist richtig gut. Die hier ist auf der Hälfte. Sehr gut. Und hier dauert es noch ein bisschen länger. Ja, macht aber nichts, denn die hier ist zum Beispiel niemand dran an dem Tower. Wieso denn das nicht, Genossen? Wieso denn das nicht? Haben die keine Verbindung, die Genossen, hier zu... Den hatte ich doch extra hier diesen Fußweg gegönnt. Bis hierhin, ne? Bis hierhin. Der Bau hat aufgehört.
Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir das hier manuell zuweisen müssen wieder. Dann geht das Spielchen nämlich wieder von vorne los. Schnappen wir uns mal die beiden hier, Genossen. Die sind zwar hier in Leuna drüben gut im Einsatz, aber so einen kleinen Förderband-Tower, den sollen sie wohl mal hinbekommen, ne? Also greifen wir uns die, sagen hier neue Konstruktion. Okay, keine Straßenverbindung. Oh. Ja, bei ihm, da könnte es wirklich sein, ne? Dass hier keine Straßenverbindung gegeben ist. Aber hier haben wir ja den Gehweg. Oder geht der Gehweg nirgendwo hin? Kann das sein, Genossen? Kann das sein? Ja, das kann sein, ne? Der geht nämlich hier raus, der geht hier hin, der geht hier zu der Kohleverarbeitungsanlage. Dann geht er hier vorbei und geht nirgendwo hin, Genossen. Ja, das erklärt das natürlich. Also, dann versuchen wir mal hier ein Stück neuen, ja, neuen, nicht hier, Stück Gehweg noch hier ran zu flackern. Ja. Ja. Okay. So, und wenn meine Überlegungen jetzt richtig sind, dann müsste eigentlich hier der Conveyor Tower, der Förderbandturm, sich jetzt auch, ja, sehr gut, wenigstens ein Konstruktionsbüro, und wenn es nur das aus Kolditz ist, sehr gut, ja. Das heißt, da besteht eine Chance, dass das erstellt werden kann. Und um diese Chance noch zu befördern, sagen wir ihm, dass er hier mithelfen soll. Okay. Und die anderen beiden Förderbandtürme, da werden wir noch ein Stück Gehweg hier mit hinzufügen. Naja, und das soll denn dafür sorgen, dass... hier ist die Brücke, hier kommen wir nicht ran. Also muss der Gehweg hier lang gehen. Vielleicht so ein bisschen, ne? War ganz schön mit der Kurve hier drin. Und dann gehen wir hier ran. Ja, so da mal. Okay. Und das ist... den habe ich noch nicht offen hier, ne? Ne, den haben wir noch nicht offen. Das ist er hier. Dann werden wir den auch neu starten jetzt. Sehr gut. Konstruktionsstraßen ist dran. Und hier auch nochmal dasselbe Spiel, ne? Ja. Mhm. Ja, der kann dann auch hier quasi mit an denselben Fußgängerüberweg ran. Dass wir die Straßen nicht allzu sehr unterbrechen, immer, Genossen, ne? Jedes Mal ist das ein neues Straßensegment hier für unser Routentool. Und davon wollen wir auch nicht unnötig viele erschaffen. Das war schon in Eisenhüttenstadt mit den Fahnen da, ne? Wo alle 1,50 Meter hier ein Fußgängeranschluss dran ist, was jedes Mal dafür sorgt, dass dann, dass dann ein neues Straßensegment erschaffen wird dadurch. Aha. Gut, aber das haben wir jetzt hier angeregt, den Bau, ne? Das ist jetzt hier auch noch ein Gehweg, den habe ich hier im Betongehweg genommen. Ja, habe ich. Ärgerlich, Genossen. Ärgerlich, also wieder abreißen. Weil das brauchen wir nun wirklich nicht hier. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Gehen wir hier auf einen normalen, was heißt normalen, so ein Lehmfußpad. Okay. Ja, so dann mal. Mhm. Gut. Den haben wir auch. Und hier einen Neustart noch. Sehr gut. Ja, dann sind die jetzt auch alle mit in Bearbeitung. Das ist nice. Die Anlagen laufen sowieso, Genossen. Okay, wie sieht's mit der Elektrizität aus? Das wäre ja noch hier so der letzte offene Punkt. Das können wir jetzt natürlich noch nicht feststellen, aufgrund der Tatsache, dass die Verbraucher hier hinten noch nicht fertig sind. Ne? Na gut, dann verschieben wir das, Genossen, und überprüfen mal hier die Gesamtkohlesituation. Ihr seht es, genug Kohleerz ist vorhanden. Wir gehen jetzt auch wieder auf Play. Und wir haben jetzt an zwei Stellschrauben die Möglichkeit, hier an der Kohleproduktion zu schrauben. Wir können erstens die Produktion von dem Kohleerz erhöhen und wir können zusätzlich auch hier die Verarbeitungskapazität weiter steigern, Genossen. Das sind 120 Tonnen, glaube ich, am Tag, was so eine Anlage schafft, ne? Wenn ich es recht erinnere. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Ja, 120 Tonnen. Das heißt, dann hätten wir 360 Tonnen Kohle pro Tag extra. Und das wäre ja auch eine Steigerung hier von 60% unseres bisherigen Produktionsvolumens, ne? Ja, aber das hier sieht nicht gut aus, Genossen. Hier wird die Stromversorgung.
Und gerade hier im kohleproduzierenden Bereich, da gefällt mir das noch weniger. Okay. Was meint ihr, sollten wir hier eine Unterstützung für den Schacht geben? Wir hätten ja hier noch Mittelspannungsanschlüsse frei, denke ich mal, ne? Schauen wir mal hier rein. Oder doch, mal gucken. Einen. Einer ist jetzt auch nicht so viel. Einer ist auch nicht so viel. Hier geht einer ab. Ist das hier ein Switch? Ah ja, das ist ein Switch. Okay. Ah. Ja gut, dann zapfen wir die eine Mittelspannung hier noch ab. Und können wir denn den Schacht hinten erreichen mit den Verarbeitungsanlagen hier? Ja, ne? Der Schacht hängt mit dran, der hängt auch mit dran. Ja, dann würde ich die hier hinsetzen. Damit sind alle Verbraucher abgedeckt, oder? Na, hinten der Turm noch nicht, Genossen. Hier der letzte Förderturm. Okay, kommen wir da noch ran, wenn wir das hier ein bisschen verlagern? Nee, ne? Dann mal hier hin. Ja, jetzt kommen wir mal ran, Genossen. Jetzt sind wir dran, ne? Und jetzt erreichen wir alles, was wir erreichen wollen, ne? Ja, okay. Hier wird's gebaut. Und hier kommt auch die Stromleitung mit hin. Die ziehen wir dann hier durch, Genossen. Wenn das hier klappt, ist eine gute Frage, ne? Bei diesen Förderbändern. Ja, doch, sieht ganz gut aus. Ist ja grün gewesen hier. Okay. Dann hier mal lang. Oder können wir hier durch? Wir können ja auch durchlaufen hier durch das Verarbeitungszentrum. Winkel zu scharf. Okay, kommen wir hierher? Ja, sehr gut. Okay. Ja, dann werden wir jetzt hier rausschwenken. Und, ja. Genossen, ich habe vorbeigezielt hier. Abgerutscht von der Maustaste. Abgerutscht. Also müssen wir das hier wieder abreißen. Okay. Naja. Und hier erneut anschließen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ist so ein bisschen krumm, aber hoffentlich praktisch. Das geben wir in den Bau. Okay. Und ja, hier ist dieses kleine Stück Gehweg natürlich, was den Bau von dem Trafo verzögert. Und der Gehweg ist, den haben sie aber gepackt. Okay. Na gut, dann warten wir hier ab, Genossen, dass das hier weiter vorangeht. Hat er denn hier? Oh, er kann auch noch nicht gebaut werden. Er kann auch noch nicht gebaut werden. Dann bräuchten wir hier auch noch ein Stück Gehweg. Okay. Also greifen wir uns hier nochmal. Gut, dass ich danach geschaut habe. Dann ist er jetzt hier mit angeschlossen. Sehr gut. Und kann damit auch errichtet werden. Er da hinten hat es auch. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt alle, Genossen. Dann haben wir alle. Und der Tower hier wurde jetzt auch erkannt von den Genossen hier in Kolditz. Sehr gut. Okay. Und die Erweiterung unserer Kohleproduktion läuft, Genossen. Und darauf stoße ich mit euch zusammen an. Auf neue Höchststände in der Produktion, Genossen. Prost. So. Es ist schon wieder dunkel geworden hier, ne? Ja, ja, ja. Aber das macht gar nichts, Genossen. Davon lassen wir uns dann nicht aufhalten. Sehr gut. Ich finde das auch gut, dass wir die Folge jetzt einfach mal hier die Baustellen, die bereits angelegt wurden, ablaufen, sozusagen, inspizieren. Denn hat unsere Republik auch ein bisschen die Gelegenheit, sich mal wieder ein bisschen zu setteln und ja, die offenen Bauaufträge so ein bisschen abzuarbeiten. Ne? Sah ich hier Stromschwankungen, Genossen? Ja, das sieht gar nicht gut aus. Ne? Strausberg ist am Schwanken. Oha, oha, oha. Das ist hier der ganze Bereich, ne? Ja. Da müssten wir mal schauen, ob wir da eventuell hier noch was zur Unterstützung machen können. Ja, hier ist ja. Ja, der Heizkraftwerk kann uns ja nicht helfen, Astral. Ah, schaut mal hier. Ab und zu haut der sogar 24 raus.
Aber flickert wie verrückt. Okay. Das heißt, hier ist es doch sehr, sehr volatil, Genossen. Und was können wir da machen jetzt? Ha, gute Frage, ne? Gute Frage. Ja, hier zieht er auch ganz gut. Haben die das schon fertig gebaut hier? Das habe ich doch gerade erst... Ach nee, das war vorher schon. Hier, das war unsere Strecke, die wir gerade erst errichtet haben. Das heißt, dann wird es ja noch schlimmer, wenn hier hinten noch ein Megawatt mehr abgezogen wird. Und da sind diese Kohleverarbeitungsanlagen ja jetzt noch nicht im Betrieb, ne? Ja. Das heißt, Genossen, hier, unsere Stromversorgung ist verbesserungswürdig. Das ist klar, ja. Nur da, was können wir denn da machen? Wir haben hier das Kohlekraftwerk, ne? Das ist am Limit, haben wir gesagt. Jetzt seht ihr, zwischendurch läuft er auf 24 hoch. Das könnte natürlich auch aufgrund der vielen Schiffe hier am Hafen sein, weil die Häfen ja doch gut, wie viel ziehen die hier? Seht ihr mal, die ziehen zwischendurch mal eben von 0 auf 2 Megawatt, ne? Das ist schon brutal. Also das ist wirklich brutal. Und das wird auch dafür die verantwortliche Ursache sein für die Spannungsschwankungen hier in Strausberg selber, Genossen. Ne? Was ist hier los? Wir stehen hier an der Bushaltestelle rum und nichts passiert? Unfertige Pipeline. Was soll denn das hier, Genossen? Da könnt ihr doch nicht hier, weil hier ein Bus steht, da sind doch zwei Haltestellen. Da kann man doch trotzdem an dem Wartenden vorbeifahren, oder? Macht man das nicht, Genossen? Nee, macht man nicht, weil wenn man von der Richtung kommt, dann hält man nur hier an anscheinend. Naja, okay. Der kleine Stau wird jetzt aber abgearbeitet. Ja, sehr gut. Das geht weiter hier, okay. Gut, 82 läuft, wir sind im April. Und die Bauarbeiten laufen hier in Strausberg. Hier haben wir noch neue mit in Auftrag gegeben. Hier seht ihr mal die Straße, die wir vorhin geplant haben. Die ist auch schon mit im Bau. Sehr gut. Und das läuft dann hoffentlich auch irgendwann mal an hier. Ja, Konstruktionsbüros sind dran. Okay, Genossen, sehr gut. Mit auf den Zettel schreiben, Steigerung der Stromproduktion in Strausberg, Genossen. Ja, ist ein wichtiges Thema. Gerade wenn ich hier die noch zu versorgenden neuen Industrieflächen sehe, Genossen. Ne? Denn hier sind unsere beiden Chemiefabriken. Die sind auch schön fertiggestellt worden, das muss man mal sagen. Und da hatte ich im Rahmen der Vervollständigung unserer Produktionsprozesse entschieden, diese Chemiefabriken hier zu ergänzen durch die Kunststoffproduktion, Genossen. Denn Kunststoff, die Kunststoffproduktion, die Kunststofffabrik braucht ja wirklich nur Öl und Chemikalien. Ne? Und da die Chemikalien hier ja direkt vor Ort produziert werden, Genossen, da war es ja ein leichtes, hier ein Lager zu errichten. Das ist hier, das versorgt mit einer Straßenladestation, wo die LKWs ankommen, die erstens hier die Chemikalien aus der Fabrik holen. Ja, die erstens und auch zweitens, genau. Also nur die LKWs, die hier Chemikalien abholen, die fahren hier zu der Straßenladestation hin. Und LKWs, die wiederum Chemikalien abholen, um sie dann weiter zu verteilen, die können auch dort laden, ja. Die Kunststofffabrik zieht sich diese Chemikalien automatisch und hat ein angeschlossenes Lager hier auch wiederum für den Kunststoff, ne. Da die Erzeugung von Kunststoff aber ja das ist ein Minusgeschäft, Genossen. Wenn wir die Kosten berechnen, wollen wir das mal eben uns anschauen. Wir können ja sehen, hier Kunststoff auf dem internationalen Markt bringt derzeit, wenn man es mal finden würde hier, bringt derzeit in Rubel, Genossen, 5.700 Rubel, ja? 5.700 Rubel bekommen wir pro Tonne Kunststoff. Dafür brauchen wir aber für eine Tonne Kunststoff, maximale Produktion pro Tag sind 15 Tonnen, wir brauchen dafür 10 Tonnen Chemikalien und 35 Tonnen Öl. Die können wir erstmal hinten rüberfallen lassen, das heißt, oder auch nicht, wir können sagen 3 Tonnen Öl, das sind eine Tonne Öl wird gehandelt mit 500 Rubel im Export,
550 Rubel sind wir jetzt schon, ne? Ja, da schlägt die Inflation natürlich heftigst zu, Genossen. Und das heißt, was heißt denn das? Eine Tonne Öl sind 550, wir brauchen pro Tonne Kunststoff 3 Tonnen Öl, das heißt, da sind wir schon bei 1650 ungefähr Rubel, pro, also Einstandspreis für unseren Kunststoff, und das ist nur das Öl, 1650 pro Tonne, und dann kommen nochmal 0,75 Tonnen Chemikalien pro Tonne Kunststoff hinzu. Da sprechen wir dann über, wo haben wir die Chemikalien, Genossen? Hier sind sie. Das sind 8.872. Das heißt, Pi mal Daumen, roughly estimated, würde ich mal sagen, sprechen wir dann auch pro Tonne Kunststoff über Chemikalien im Wert von 6.500 bis 7.000 Rubel. Und ja, man muss das jetzt zusammenrechnen. Schauen wir doch mal, 6.000, nehmen wir mal die untere Schätzung, 6.000 Rubel pro Tonne Kunststoff an Chemikalien plus 1.500 Rubel pro Tonne Kunststoff an Öl wären zusammen 7.500 Rubel Rohstoffe, die wir in die Kunststoffproduktion reinstecken, ohne Strom, ohne Arbeiterversorgung natürlich. Und 7.500 Rubel haben wir gesagt pro Tonne. Wir können den Kunststoff ja aber nur verkaufen für 5.700. Von daher ist das nichts, was wir über den Eigenbedarf hinaus produzieren werden, Genossen. Ja? Das ist nur für uns ein notwendiger Rohstoff, um weiter in der Hierarchie der Produktionskette aufsteigen zu können, ne? Damit wir dann endlich auch Richtung Elektronik gehen können, elektronische Bauteile und so weiter. Das steht ja auch noch alles auf der Tagesordnung, Genossen. Da ist ja noch so viel zu tun. Deswegen kurzer Exkurs hier über die, war in der Pause die ganze Zeit, über die Kunststoffproduktion hier in Berlikum. Und genau, hier die Chemikalien gelagert, hier die Kunststoffproduktion. Die Pipeline für das Öl, Genossen, habe ich die noch nicht angeschlossen? Nee, Astral hast du nämlich nicht. Weil, habe ich wirklich nicht, ne? Oder? Ihr seht ja hier, das Praktische ist ja, dass die Ölversorgung für die beiden Chemiefabriken, eben, dass wir der ja sowieso ein Öl... Anlaufpunkt haben sozusagen, ja. Also hier wird Öl, hier steht Öl zur Verfügung, solange dieser Tank hier, dieser hier, oder täusche ich mich da jetzt? Ja, dieser hier, solange dieser Tank hier, Öl, nur das speichern, ne? Solange dieser hier voll ist, genau. Weil hier ist der Treibstofftank, der für die Treibstoffversorgung unserer Schiffe zuständig ist, Genossen. Ja. Also, hier haben wir den Öltank, die beiden Chemiefabriken sind angeschlossen und unsere Kunststofffabrik werde ich jetzt anschließen, denn die brauchen ja auch Rohöl, Genossen, ne? Dann sind wir da nämlich auch schon mal einen Schritt weiter wieder. Also greifen wir uns die Pipeline hier. Wo haben die Genossen denn ihren Anschluss? Ah, hier, auf der Seite. Ja, dann könnten wir hier durch vielleicht, ne? Hier haben wir noch den Ausgang, Genossen. Ja, probieren wir das mal aus hier. Ich könnte mir vorstellen, dass das klappen könnte. Na, kommen wir hier rüber oder nicht? Ja, aber nur mit Ach und Krach. Okay. Bisschen näher ran vielleicht mal, dann sieht man mehr, ne? Ja. So hoch hier wollen wir auch nicht. Komm, ein bisschen tiefer, Astral. Wieder zu tief. Also doch wieder ein höher. Okay. Ja, schön ist das nicht, Genossen, aber selten. Das hatten wir ja schon mal. Jetzt ist das hier so hoch, ne? Das ist nur wegen der ollen. Das ist nur wegen der blöden Straße. Ja, also, Planänderung, Genossen. Wir reißen dieses Stück hier wieder ab. Und ich sagte eher, das ist nur wegen der Straße. Da will ich hier nicht so eine unangenehm aufragende Leitung in der Botanik stehen haben. Also werden wir die Straße einfach hier nochmal anders anschließen. So. Ja, macht das Sinn überhaupt? Hier, ja, weil die müssen ja hier hin, ne? Die müssen ja irgendwann mal hier langfahren, um Kohle und Kies zu laden, Genossen. Das heißt, irgendwo müssen sie hier langfahren, hier lang dann. Ja.
Oder sie fahren hier unten lang. Was aber trotzdem bedeutet, dass sie dieses Stück hier passieren müssten. Ne? Ja. Man könnte jetzt natürlich hier noch eine Verbindung machen und denen hier den Genossenkraftfahrern den kleinen Umweg hier ersparen. Aber machen wir das? Nee, das machen wir nicht, weil dann müsste ich die beiden Pipelines nochmal abreißen und das möchte ich jetzt auch nicht machen. Das als Begründung dafür. Jetzt aber zweiter Versuch, in akzeptabler Höhe hier die Straße zu überqueren. Immer noch nicht, Genossen. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Sind wir zu nah dran an irgendwas, was ich hier wieder nicht sehe? Oh, schauen wir nochmal hier rüber. Kommen wir hier jetzt rüber? Oh, come on. Kann doch nicht so schwer sein. So, sieht doch gut aus. Okay. Ja, und hier hatten wir gesagt, dass wir hier durch wollen, ne? Weil hier ist ja sind ja keine weiteren Störungen zu erwarten. Okay. Ja. Zu nah am Gebäude dran, ne? Ja. Ah, da hätte ich nicht runtergehen sollen, Genossen. Wir hätten mal auf der Höhe jetzt hier bleiben sollen. Also, dann Korrektur des Ganzen. Hier die Rohrverbindung wieder neu aufnehmen. Wir bleiben auf dieser Höhe. Und probieren hier irgendwie durchzukommen. Ja, wir bleiben auf der Höhe. Das sieht schon wieder höher aus für mich hier. Aber anscheinend nicht, ne? Guck mal her, vielleicht machen wir erstmal ein kurzes Stückchen hier, damit es irgendwie vorangeht. So. Genossen. Gar nicht so einfach wie gedacht, hier durchzukommen, ne? Gar nicht so einfach. Ist hier ein Stromkabel? Nee, eigentlich müssten wir hier durchkommen. Endlich müssen wir hier doch durchkommen, Genossen. Was ist denn hier los? Hm. Ja, dann probiere ich es mal so hier mit einer Blindleitung. Können wir hier die Verbindung herstellen? Nein, ne? Was ist denn das hier, Genossen? Wieso mag er das nicht? Sind wir zu nah am Gebäude dran vielleicht? Das wäre ja eine Möglichkeit, ne? Wäre auf jeden Fall eine mögliche Erklärung. Weil hier ist doch alles... sieht doch alles gut aus. Also hier auch wieder ein Abriss. Eine andere Infrastruktur steht im Weg und da ist doch nur diese olle Straße, Genossen, hier, ne? Das kann doch nicht sein. Gut, dann nehmen wir das Stück hier nochmal weg und entscheiden uns vielleicht ganz anders, Genossen. Nehmen das hier auch nochmal weg. So. Ja, mühseliges Errichten hier der Pipeline, Genossen, aber das muss ja gemacht werden. Und ich will die auch nicht so spaghetti-mäßig hier überall in der Botanik liegen haben. Ja, hallo! Now we are talking. Oder? Das sieht doch fantastisch aus. Ja, Astral, da hättest du auch gleich selber drauf kommen können. Ja. Das ist doch mal hier eine Ölpipeline. Aha. Nice. Das heißt, die einzige Ecke, die mich hier so ein bisschen irritiert, ist die hier über der Straße. Aber die lassen wir drin, denn ich will da jetzt ungern nochmal beigehen. Okay, das haben wir hergestellt, Genossen. Das heißt, die Kunststoffversorgung wird jetzt hier mit Kunststoffproduktion wird mit Öl versorgt. Was eine schöne Pipeline, oder? Ja, muss man doch mal sagen. Nice, nice, nice. Okay. Ja, wie sieht's hier aus, Genossen? Im Berlikumer Hafen sind die Arbeiten alle abgeschlossen? Weil das wäre ja Wahnsinn. Dann könnten wir ja echt sagen, hier jetzt ein Ölschiff her. Da können wir noch nicht sagen, weil natürlich hier in Leuna wahrscheinlich der Terminal, der über die Möglichkeit verfügt, Öl zu laden. Das heißt, hier müssten wir noch ein bisschen abwarten, bis Leuna anläuft.
auf jeden Fall bis dieses Lager muss gebaut werden. Und hier läuft das Öl ja raus. Hier ist noch ein Stück Pipeline zu bauen. Ja, ist auch nicht hier ein Genossen. Muss ich mich um alles hier einzeln kümmern? Komm her, dann. So. Ist das jetzt wenigstens mal fertig hier? Das heißt, hier haben wir ein Stück Pipeline bis zu dieser Straßenüberquerung. Na, da seht ihr hier. Hier läuft die lang, hier läuft die lang. Und das ist die Zufuhrpipeline hier für unsere Raffinerie. Ach komm. Aber wo geht denn die Ölversorgung hier zum Hafen hin, Genossen? Das frage ich mich nämlich gerade noch ab. Oder habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt? Hier ist nämlich eine halbe Pipeline. Ich glaube, ja, sieht so aus wie angefangen und vergessen, ne? Ja, Genossen. Da hatte ich, glaube ich, im Rahmen der Neugestaltung hier, denn ist das die Pipeline? Ja, das ist diese Pipeline hier, die das Rohöl hier zum Ladeterminal bringen soll. Das heißt, die müssten wir auch noch fertigstellen. Und hier irgendwie durch, ne? Ja, irgendwie durch. Lass uns mal schauen, Rohrverbindung herstellen. Gute Frage, wie kommen wir, wo müssen wir hin? Hier müssten wir ran, ne? Hier müssen wir ran, Genossen. Wir könnten jetzt hier versuchen, ob wir hier vorne durchkommen. Das probiere ich gerne mal, aber da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ah, mal gucken. Oh doch, da kommen wir sogar vorbei, Genossen. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Das sieht ja gar nicht mal schlecht aus hier. Ja, man hätte natürlich ein Stückchen weiter noch gekonnt, aber gut. Kommen wir eventuell hier direkt an unsere angefangene Pipeline ran. Wo ist er denn hier? Hier ist er, Genossen. Ja, super. Na, so easy hätte ich das jetzt nicht erwartet hier. Ja, hier kommt das Rohöl an. Und hier kann es dann zum Ladeterminal fließen. Wo dann unsere Schiffe das aufnehmen können. Jedenfalls, wenn sie Rohöl laden wollen. Das meiste wird ja durch die Raffinerie veredelt werden dann. Oder raffineriert, ne? Wie kann man das sagen? Beginnen Sie mit dem Bau. Jawohl, Pipeline errichten. Sehr gut. Okay. Zurück nach Berlikum. Wir hatten ja gesagt, schön, dass der Pumphafen fertig ist. Sobald der Leuna fertig ist, können wir den auch benutzen. Dann haben wir hier den Hafen, der für den Abtransport der Chemikalien zuständig ist. Den brauchen wir jetzt auch noch nicht. Sehr gut. Und hier hatte ich... Ach, das waren diese beiden kleinen hier. Den wollte ich abreißen, Genossen. Die kleinen Häfen werden mir hier nicht mehr gebaut. Der wird abgerissen, da die nicht über eine Treibstoffversorgung verfügen hier. Und dieses andauernd, bitte fahr doch hier zur nächsten Station, um dort zu tanken, das ist natürlich unzumutbar für uns hier, Genossen. Deswegen wird das abgerissen. Und an dieser Stelle brauchen wir ja trotzdem Hafen, wo wir das Holz entladen können. Ne? Ja, brauchen wir trotzdem Astral. Da kannst du abreißen, wie du willst. Da brauchen wir was. Dann, was ist denn das für ein... Hätten wir die Möglichkeit, einen Frachthafen, einfach einen kleinen Frachthafen, ne? Holz. Können wir hier Holz laden, Genossen? Ja, eine Tonne Holz, Freiraumspeicher. Okay, dann wäre das die Alternative für die Holzversorgung, dass wir hier einen Frachthafen mit anschließen. Ne? Und der müsste ja dann eigentlich auch am besten noch ein Lager wiederum bekommen. Genossen, ja. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das heißt, wir werden hier ein bisschen terraformen. Und ein bisschen das Gelände einebnen noch, damit der Hafen hier hinpasst, Genossen. Und damit ich mich hier nicht ärgern muss, immer mit den Tankpausen von den Schiffen, Genossen. Denn das ist wirklich irritant. Also, das haben wir hier noch ein bisschen mit rausgeholt. Hier die kleine Ecke auch nochmal mit runter. Okay, naja. So könnte es beinahe schon reichen, ne? Dann rufen wir uns den Wireframe mal auf. Sorgen noch dafür, dass das hier alles eine Höhe ist. Weil ich festgestellt habe, dass beim Hafenbau, Genossen, dass er da gerne
das Gelände immer weiter, also wenn man den Hafen baut mit dem Gebäude dran, dass er da gerne das Gelände immer weiter einebnet. Und zwar so lange einebnet, bis es dann vollständig unter Wasser ist. Ne? Und das wollen wir auch nicht, Genossen. Ach, hier ist Stromleitung, deswegen können wir hier nicht vernünftig terraformen. Also muss die Stromleitung natürlich nochmal schnell weg. Das ist die, die wir auch gerade gebaut hatten, ne? Ja. Also nochmal hinfort mit euch, damit wir hier die Möglichkeit haben, das vernünftig zu machen. Okay. Ich sagte ja auch, ein kleines Freilager hier fürs Holz wäre auch noch ganz gut mit dran zu setzen, ne? Kleines Freilager. Und Straßenladestation brauchen wir aber da nicht. Da reicht es wirklich, wenn die Genossen denn direkt aus dem Freilager laden. Und jetzt werden wir aber sehen, ob wir hier den kleinen Hafen mit ranbekommen. Hier den Frachthafen klein, genau. Das denke ich eigentlich, sieht ganz gut aus. Mal gucken, ob hier von der Ausrichtung, ob der schön gerade ist. Na, nicht wirklich, ne? Ja, ein bisschen besser. Ja, ein bisschen besser. Okay. Dann setzen wir den hier mal mit hin. Und geht nicht direkt dran hier, ne? Okay. Macht aber nichts. Haben wir hier dran, ne? Sehr gut. Und, Genossen, einmal nachgedacht. Ich sagte, ein kleines Freilager wollen wir hier mit haben. Ja, wollen wir hier mit haben. Das heißt, Freilager klein, rufen wir uns hier mal auf und die Straßenanbindung sollte hier auf der Seite. Ja, das würde mir ganz gut gefallen, wenn das hier so hinpasste. Tut es natürlich nicht, ne? Oder? So nah an der Straße, ne? Da drüben die Straße. Hm. Die will ich aber auch eigentlich nicht abreißen jetzt hier. Zeig ich mal. Wenn wir hier noch ein bisschen rum terraformen, bringt das was? Ja. Zur Not könnten wir versuchen, die Stromkabel hier einmal abzureißen. Ob das was bringt. Ah, Freilager klein. Okay. Ja, das werden wir probieren müssen, Genossen. Denn ansonsten geht der Plan hier nicht auf, noch ein kleines Freilager mit unterzubringen. Also. Das heißt, hier ist jetzt erstmal Platz. Das reißen wir auch mit weg. Das geht bis hier hinten hin. Ne? Ja. Okay, dann rufen wir uns jetzt hier das Lager nochmal mit auf. Und nehmen das kleine. Ja, oder? Ja, aber wir brauchen ja auch die Straßenanbindung hier, ne? Für den Hafen. Deswegen, da so ganz brutal können wir ja auch nicht sein. Vielleicht. Ah ja, für, so könnte was werden, Genossen. Zeig mal her. Oder so rum. So rum? Ist natürlich die Frage. Kommen wir dann noch mit der Fabrikverbindung ran? Ja. Alternativplanung, Genossen. Der kleine Frachthafen hier wird nochmal abgerissen. Wir fangen jetzt hinten an. Wir fangen jetzt an mit dem Speicher. Freilager klein. Und schauen mal, dass wir das hier vernünftig mit ranbekommen. Ja, wahrscheinlich so schräg irgendwie, ne? Wird die einzige Möglichkeit werden. Ja, schade. Genossen, das gefällt mir gar nicht hier. Sind wir doch mal ehrlich, das ist doch unschön. Das ist doch unschön, oder? Hm. Was können wir denn hier noch machen? Was könnten wir hier noch machen? Weiter versucht. Ich setze den Hafen nochmal hin, aber ein bisschen weiter rüber. Hier ganz in die Ecke. Das sollte uns ein bisschen mehr Rangierfläche hier verschaffen.
für den Speicher genossen. Ja. Freilager klein, genau. Was hindert denn hier, Genossen? Das kann doch nicht sein. Was hindert denn hier? Die olle Straße da oben? Kriege ich hier eine Straßenanbindung ran? Ah, Genossen, ich glaube... Ich glaube nicht, dass das sowas wird. Ich glaube nicht, dass der Hafen jetzt straßenmäßig erreichbar ist. Da wird da sein Gebäude im Weg, ne? Oder? Hahaha, ha, ha. Doch, hier könnte man was tricksen. Und, ja, hier könnte man auch noch was machen. Oder? Ja. Warte mal, wo muss denn das Holz hin? Das Holz muss hier hin, in die Chemiefabriken. Das heißt, die Genossen werden wahrscheinlich hier ankommen. Die kommen hier runter, ja, die kommen hier runter. Das heißt, hier müssten wir irgendwie eine Straßenanbindung mit herstellen. Probieren wir doch mal, oder? Eigentlich von hier oben an. Die kommen ja von hier oben runter. Die haben ja kein Interesse, hier noch unnötig durch die Gegend zu fahren. Ja. Ja. Oh ja, Genossen. Es ist halt erforderlich, ne? Dass das jetzt hier kein Schönheitspreis gewinnt, ist mir auch klar. Aber wir wollen eine Lösung haben, mit der wir hier leben können und die auch praktisch ist und die gut funktioniert, Genossen. Darum geht's ja. Okay. Ja, dann haben wir jetzt hier einen Frachtentladehafen mit einem kleinen Freilager für das Holz. Na gut. Die Straße hier, das lasse ich das so, oder? Nee, Astral macht das mal richtig, ja, okay. Dann versuchen wir hier noch eine schöne Lösung herzuzaubern. Genau, eben nicht, ne? Da sagt er dann doch Gebäude im Weg. Das ist das olle Lager hier, ja, das ist das Lager, Genossen. Also hier diesen Anschluss nochmal ein bisschen anders setzen. Okay. Es wäre so schön gewesen. Ja, das sieht nicht gut aus, Genossen. Das wird nix. Nee. Also müssten wir doch hier so ein bisschen rumtricksen. Und verbinden das hier noch ein bisschen kreativ halt. Okay. Der ist ja auch eigentlich nur für die Feuerwehr, ne? Sonst interessiert das ja hier niemand. Nee, sonst will niemand zum Hafen. Ne? Oh, ach, Genossen, dieses kleine Eckchen hier, das macht mich ja ganz verrückt hier. So, also nochmal hier. Können wir hier noch ein bisschen terraformen vielleicht? Auch nicht wirklich, ne? Das ist jetzt alles schon so zugebaut. Ja. Okay. Ach, jetzt ist es komplett rot. Oh, wie gemein ist das denn hier, Genossen? Wie gemein. Ja. Okay. Nicht, wirklich nicht. Du willst hier nicht ran. Das kann doch nicht sein, oder? Zu nah dran, ne? Ja, ne? Contenance, Genossen, Contenance. Ja, wir lassen uns hier nicht von Klassenfeind ins Boxhorn jagen. Ja, ganz in Ruhe. Oh. Wenn wir hier den Bogen ein bisschen weiter aufziehen müssen. Das meinst du doch nicht ernst, oder?
Das kann nicht sein, das kann nicht sein, Genossen. Das heißt, ich werde jetzt hier dieses Stück Straße nochmal neu errichten. Denn ich denke, er müsste da rankommen, dass er nur nicht über die passenden Knotenpunkte hier verfügt. Ich denke, ja, Astral, du denkst eben verkehrt. Guck doch mal, du kommst hier nirgendwo ran. Das kann doch nicht wahr sein, Genossen. Das kann doch nicht sein. Was könnten wir denn noch ausprobieren? Wir könnten ausprobieren, die Straße erst hier beginnen zu lassen. Das sieht natürlich auch alles aus wie ein Schlag an Holz, aber... Okay. Hier mal ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. So. Ja, hier will ich nicht so einen riesen Hügel, Genossen. Ein bisschen, dass der Übergang sich hier harmonischer darstellt. Aber das kriegen wir nicht hin. Ne? Dann ziehen wir jetzt hier die Straße rüber und gut ist. Hoffentlich. Das sagt sich so leicht. Ja, Genossen. Soweit waren wir schon mal. Bis ich gesagt habe, nee, lass uns das hier abreißen und schön machen. Ne? Gibt's nicht. So bleibt das jetzt, Genossen. Richtig gut. Okay. Also, wir haben einen Ladehafen für Holz errichtet. Sehr gut. Und ja, damit hätten wir eigentlich Kies und Kohle haben wir hier. Hier haben wir Holz, hier haben wir das Öl und hier haben wir den Abtransport der Chemikalien. Hier haben wir Abtransport der Pflanzen, falls es da noch welche abzutransportieren gibt, Genossen. Denn es könnte ja auch sein, dass wir welche antransportieren müssen. Ne? Also rein technisch sind wir darauf eingerichtet, dass der Verbrauch der Pflanzen hier in Berlikum quasi die Eigenproduktion hier, die lokale Eigenproduktion übersteigt und dass wir dann hier aus, dass unsere LPG dann ein bisschen zuliefern würde. Ne? Nur, ja, das ist derzeit ja hier noch kein Problem sozusagen. Gut, dann können die Bauarbeiten weitergehen und die Rohstoffversorgung hätten wir hergestellt. Und wir könnten uns langsam schon Gedanken um... Strom hatte ich hier auch noch nicht, Genossen, oder? Ja, Strom ist hier ja auch noch nicht. Okay. Und Strom brauchen wir hier reichlich, Genossen. Da brauchen wir Strom satt. Ihr seht es hier, Berlikum verbraucht ja auch richtig gut Strom. Was zieht denn der so? 0,4 ungefähr. In Maximalauslastung, ne? Ihr seht es hier, 220 Mann sind da und dann zieht er 0,4 Megawatt. Das sind 1,6 Megawatt. Ja, dann für vier Anlagen, das müsste eigentlich reichen hier, ne? Wir haben halt das Problem, dass die Häfen recht unberechenbar sind von ihrem Verbrauch her. Und dass wir da ein bisschen überdimensionieren müssen von der Stromversorgung, ne? Ja. Stromversorgung erweitern. Ja, hier können wir auch nicht mehr wirklich was herholen, Genossen, oder? Können wir hier noch irgendwo Strom abzapfen? Der ist doch hier auch, guck doch mal, der auch zwischen 14 und 20 Megawatt. Ja. Da können wir den nicht ans Limit treiben. Der Genosse hier ist sowieso überfordert schon. Man sieht es hier, teilweise ist... Eben meine ich doch hier einmal kurz 24 auch erblickt zu haben. Ne, hier können wir auch nichts mehr mit dranhängen, Genossen. Das heißt, dass wir unsere Stromversorgung ausbauen müssen. Und es ist mal wieder Zeit für ein neues Kraftwerk, Genossen. Ja. Ach ja. Nur, da werden wir dann diesmal auch kein Kohlekraftwerk errichten. Ne? Da bei dem Thema Kohle müssten wir ein bisschen vorsichtig sein. Denn... Oh, hier, sind Sie gut vorangekommen, Genossen? Ja, die Verarbeitungsanlagen sind fertig. Hier, dieses Stück noch der Übertragung fehlt noch. Ja, und dieser hier, okay. Aber das wäre auch vielleicht schon was für die nächste Episode, dass wir dann die Erweiterung hier der Kohleverarbeitung mit in Betrieb nehmen, das Ganze mit anschließen, mit den Arbeitern versorgen, sobald denn noch welche vorhanden sind. Wir liegen jetzt hier republikweit bei... knapp 37.000. Ne? Ja. Der Trend ist jetzt aber nicht wirklich ansteigend, oder? Dieses Jahr. Ja, doch, wir kommen hier von 35.000 sowieso. Okay, der Trend ist ansteigend, Genossen. Das heißt, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir hier
Bevölkerung verlieren? Nee, seht ihr auch. Wir laufen jetzt in Richtung 37.000. Das heißt, so knapp unter 40.000 ist der Bereich, wo wir hier jetzt liegen derzeit, ne? Ja. Knapp unter 40.000. Haben wir für alle genug zu essen da, Genossen? Hier, wie ist das mit der Nahrungsmittelproduktion? Ja, Essen sieht gut aus, da kann man nicht meckern. Okay. Und Kohleproduktion. Ja, Kohle läuft immer am Limit. Seht ihr hier auch dieses Lager hier, Genossen? Das ist so ein Zwischenlager, was mir eigentlich anzeigt, ob Kohle für den Export vorhanden ist. Die Kohle, die wir hier lokal verbrauchen, also die Kohle, die für unsere Heizkraftwerke und unsere Stromerzeugung verfeuert wird, die hat Vorrang. Das heißt, die kann hier von den Schiffen auch nicht ausgeladen werden. Da diese Häfen hier, ihr seht es hier, die Häfen hängen extra an so einem Zwischenlager mit dran. Ne? Und Vorrang hat aber die Kohle eigentlich, die hier weiterläuft. Ja? Also dieser Bedarf ist vorrangig, der ist prioritär. Das heißt, dass diese Lager hier weiter hinten, Genossen, ne? Hier zur Versorgung des Zementwerkes zum Beispiel oder auch das Lager hier für die Versorgung der Kohlekraftwerke, dass die immer voll sind, Genossen. Ja? Und das ist auch richtig und wichtig so, denn sonst würde es ja bedeuten, dass bei der Übernachfrage quasi, der Nachfrage außerhalb unserer Kapazitäten nach Kohle, dann unsere eigene kohleverbrauchende Industrie und kohleverbrauchende Energieerzeugung am Boden läge, quasi keine Kohle mehr zur Verfügung hätte. Ne? Von daher ist es immer ein wichtiger Punkt, dass man da mal drauf achtet, dass dass die Ladestation oder besser gesagt die Export, die Verschiffungsstation nicht quasi den eigenen Verbrauchern die Rohstoffe rauben hier, ne? Ja. Obwohl, sind ja alles eigene Verbraucher. Also ich meine, unser Stahlwerk in Eisenhüttenstadt würde sich jetzt auch nicht als Fremdverbraucher sehen, ne? Die würden auch sagen, die Kohle fördert ihr für uns. Wir kriegen die nicht von euch, die fördert ihr für uns. So sieht's nämlich aus. Oha, Genossen, da geht der Alarm wieder los. Das heißt, wir haben echt schon die Stunde wieder rum, ne? Wahnsinn, ja. Sind jetzt im Mai 82, Genossen. Und haben noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, wir waren heute noch gar nicht in Eisenhüttenstadt gewesen, ne? Nee, denn hier wollte ich euch ja auch so gerne zeigen, hier am Denkmal gibt's, seht ihr hier oben schon, gibt's neue, ja, gibt's Veränderungen, da sind neue Aufträge erteilt worden. Dann sehen wir hier im Regierungsviertel gibt's Neuigkeiten. Das alles beim nächsten Mal, Genossen. Und wenn euch das gefallen hat, ihr aber noch kein Abo habt hier vom Kanal vom Astralsilber, dann macht das mal. Und sonst freue ich mich natürlich super über eure Kommentare und eure Daumen hoch zu dem Video. Denn freut mich dann auch. Ne? Dafür mache ich das ja, Genossen, dafür machen wir das. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Astralsilber sagt Tschüss für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.